Krieg im Auto. Ich bin durch den Wind. Ja, hier in dem Auto? Gerufen, ja, genau, da. Und bis jetzt keiner hier aufgetaucht? Ohne Ende. Ich hab schon geklingelt, gerufen. Kannst du mal bei dir? Nix auf, oder? Nix auf. Hast du irgendwas mit? Ja. Ich mach mal eben eine Abfrage. Ich schlag dich halber ein. Egon Fischstreife. 15:20 kommt. Ja, bitte mal Einhalter machen für Hannover, Richard Martha 1982. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Sarah, sorry, bei den Temperaturen warte ich keine Sekunde. Da Polizeikommissar Malte Diehl und Polizeioberkommissarin Sarah Freitag nicht wissen, wie lange der Säugling sich schon im Auto befindet, alarmieren sie sicherheitshalber einen Rettungswagen. Von der Kindsmutter fehlt nach wie vor jede Spur. Ich stelle ihn hier mal eben ab, ja, und guck mal eben, ob alles in Ordnung ist. Ja. Die Jacke würde ich sonst mal eben noch zumachen, das ist echt kalt. Oh. Scheint es aber soweit ganz gut zu gehen. Hallo, jetzt hast du dich ein bisschen beruhigt. Das war auch blöd, dass in deinem Auto. Sieht alles gut aus. Egon 15:22, der ATW hat jetzt einen Eintritt. Musst du dich mal eben? Alles gut, alles gut. Die Beamten setzen nun alles daran, die Mutter des Babys ausfindig zu machen. Ihr einziger Anhaltspunkt ist das Kennzeichen des Fahrzeugs. Doch dann trifft eine junge Frau am Fundort ein. Wir haben ihr Kind da gerade rausgeholt, ein kleines Baby. Das ist nicht mein Kind. Wo ist er? Das ist Frederik. Ich bin die Patentante. Das Kind? Ja. Heißt Frederik? Ja. Okay, und wo gehört er jetzt dazu? Zu meiner besten Freundin. Ich wohne aktuell hier seit 2 Wochen. Und vor einer anderthalb Stunde war noch alles okay. Sie ist und die Mutter, wo ist sie denn? Können Sie die mal anrufen? Weil das Kind war hier bei den Temperaturen im Auto. Im Auto? Wo ist er denn? Der ist im Rettungswagen, habe ich ja gerade gesagt. Dem geht's jetzt gut. Warten Sie doch erstmal. Wir müssen jetzt mal eben die Mutter irgendwie erreichen. Können Sie die mal anrufen? Also die ist hier in diesem Haus. Ja, Sie haben einen Schlüssel. Ja. Und dann könnten wir da eigentlich mal eben gucken, ob die da oben vielleicht irgendwie ist. Ja. Das Einsatzteam hofft, die Kindsmutter in der Wohnung anzutreffen. Doch dort finden die Beamten beunruhigende Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten. Hallo, die Polizei. Die Polizei ist hier. Hallo. Okay, hier ein bisschen unordentlich, aber das mit dem Kleinen, kann ja mal sein. Inga. Ist das hier noch an? Inga. Ich ziehe meinen Stecker raus, ne? Das Licht ist noch an. Ich war gebügelt zu haben. Hier ist eine Blumenvase umgeschmissen worden. Ich höre was in der Küche und da ist Wasser an. Okay. Mensch. Da ist ein Apfel geschmissen worden. Wasser. Hier ist auch noch ein Schlafzimmer. Die Wohnung ist nicht so groß, aber. Hier ist Blut im Waschbecken. Hier Blut. Blut. Frisches Blut. Und hier hat sich Badewasser eingelassen. Badewasser. Oh fuck. Ist auch noch warm. Okay. Dann haben wir jetzt noch Schlafzimmer. Ja, wir haben im Badezimmer der Wohnung haben wir Blut aufgefunden. Das kann auch vieles hindeuten. Es kann sein, dass die Frau sich selber verletzt hat, dass sie zum Beispiel Nasenbluten hatte. Das sieht dann auch schlimmer aus, als es ist. Es kann auch sein, dass eine andere Person sich verletzt hat und die Frau ihr hilft. Oder dass die Frau sich gestoßen hat, vielleicht auch am Kopf und etwas verwirrt ist und jetzt in der Nachbarschaft Hilfe sucht. Also wir wissen es halt nicht, von wem das Blut ist und was genau passiert ist. Wir haben jetzt hier irgendwie das Kind auch noch reingesetzt. Ja. War nicht da, dann ist hier oben Badewasser angewiesen. Kochendes Wasser. Das Wasser an der Küche, ja. Bügeln. Und sie ist weg. Also es gibt hier keinen weiteren Raum, gibt es noch einen Kellerraum, wo sie vielleicht gerade sein oder. Nee, also gar nicht. Blut im Waschbecken. Ja. Hat die irgendwas? Ich kann mir auch nicht, also das Kind war nicht verletzt. Sie ist an sich eine Frohnatur, also sie, alles okay, also kann nichts Negatives oder dass sie sich irgendwie negativ mal aufgefallen hat oder irgendwie Ärger bekommen hat, gar nicht. Also an dem Kind war an der Kleidung, es war nirgendwo Blut. Das heißt, das Kind wurde ins Auto gesetzt und eventuell hat sie sich danach hier irgendwie verletzt, aber dann würde sie ja nicht alleine ins Krankenhaus fahren. Ja, warum setzt sie das Kind ins Auto und geht wieder hoch in die Wohnung? Also? Polizeikommissar Malte Diehl leitet eine Fahndung nach der Kindsmutter ein. Ein Foto der Vermissten wird auch an alle Verkehrsbetriebe übermittelt. Sarah Freitag hat bereits die Spurensicherung angefordert. Einmal kurz zur Info für euch. Die Spurensicherung hat sich zurückgemeldet.
Die würden jetzt rausfahren. Ihr bitte die Räumlichkeiten verlassen. Wenn es geht, abschließend vor Ort bleiben. Ja, das haben wir mit. Wir verlassen jetzt die Räumlichkeit und gehen runter auf die Straße. Vor dem Haus entdecken die Polizisten den Autoschlüssel. Noch ist jedoch unklar, ob die Kindsmutter ihn absichtlich dort positioniert oder verloren hat. Auf der Wache Duisburg-Nord übergeben die Streifenbeamten den Fall an Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalhauptkommissar Eckhard Greitner. Was habt ihr denn für eine Einschätzung? Also ganz, ganz merkwürdig alles. Auch zu der Inga Pohlmann. Ne? Ja. Da kann ich gleich noch mal ein bisschen nachforschen. Ich habe auch gedacht, okay, sie hat jetzt ein kleines Baby. Manchmal bekommt man ja auch diese Wochenbettdepression. Mm. Wie heißt das nochmal? Pränatale Depression. Pränatal, ja. Ich bin davon nicht drauf gekommen. Postnatal. Ja, gut. Jedenfalls werde ich das gleich nochmal überprüfen. Wobei die Rieke Moll hatte zu mir gesagt, dass sie eigentlich immer gut drauf ist, aber die letzten Tage war sie ein bisschen nervös und angespannt. Das sagte jetzt die Freundin über die Inga Pohlmann. Naja, gut, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wohnt sie ja in Hannover. Richtig. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern... Seit 2 Wochen zu Besuch bei ihr. Seit 2 Wochen schon zu genau. ihr. Und in den 2 Wochen ist ihr jetzt auch nichts aufgefallen in der Richtung? Nee, nur die letzten beiden Tage war sie ein bisschen nervös und unruhig. Und das fand sie halt merkwürdig, ne, an der Inga, weil die sonst so ganz lebenslustig ist. Ja. Immer gut drauf. Aber das mit den Krankenhäusern, also ich hatte schon eine Ahnung rausgegeben, ob die irgendwo behandelt wurde. Da gab es keine Rückmeldung, also negativ. Gibt es Hebammen etc.? Ich werde aber jetzt noch mal eben über Standesamt rauskriegen, genau. ne, wo das Kind geboren wurde, im Krankenhaus. Anrufen und mich mit der Hebamme super. Dann auseinandersetzen. Und dann mache ich das jetzt mal eben als erstes. Alles ja, mach klar. Das, den Rest. Okay? Kannst du uns noch mal was zu den Blutflecken erzählen? Gab es da irgendwelche anderen Gegenstände, Flaschen, Gläser, wo dann halt auch was mit Blut... Wir haben gar nichts gefunden, was jetzt irgendwie darauf schließen könnte, dass es als Hilfsmittel benutzt worden ist. Ja. Es war wirklich nur Blut im Waschbecken und dieses Tamponade diese Tamponade ja, und sonst nichts. Also wir können nicht sagen, ist es aus einer Gewaltsituation oder ist es vielleicht nur Nasenbluten gewesen. Also das ist ja genau, Tamponade hast du ja in der Nase, wenn du vielleicht hat jemand einen auf die Nase gekriegt. Das merkwürdig ist halt, dass halt alles an, alle Lichter waren an, das Kochwasser war an, das Badewasser, das Bügeleisen war an. Die Kriminalisten ziehen 2 Möglichkeiten in Betracht. Entweder hat die junge Frau in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt oder sie wurde gewaltsam entführt. Durch die beste Freundin der Vermissten erhoffen sich die Kripo-Beamten nun Aufschluss über die Lebensumstände der Kindsmutter. Oh, ich habe den Kleinen jetzt weggebracht. Wo ist es jetzt? Bei ihrer Mutter. Bei der Oma? Ja, genau. Ich kann jetzt nirgendwo hin. In der Wohnung wird alles durchsucht. Und, ja. Und ihre Freundin war auch nicht bei der Nein. Oma? Nein, ich erreiche sie irgendwie. Ich habe es noch mal versucht. Weiß die Oma vielleicht irgendwie, wo sie ist? Haben sie sich schon so mehr oder weniger ein bisschen darauf angesprochen, was sich hier zuträgt momentan? Ja, sie ist total geschockt. Sie möchte ja natürlich auch wissen, wo sie ist. Ich weiß nicht mehr weiter, ich mache mir so Sorgen. Ja. Die Kripo-Kommissare ermitteln in alle Richtungen und finden heraus, dass das Kind aus einem One-Night-Stand hervorgegangen ist. Ein Vater wurde nicht eingetragen. Unklar ist noch, von wem das Blut im Badezimmer der Vermissten stammt. Vielleicht hat sie auf die Nase bekommen, hat sich notdürftig versorgt, hat dann... Aus irgendwelchen Gründen wollte vielleicht vorher weg. Wir haben Fahndungserfolg im Fall Frau Pohlmann. Ja. Ja? Die Wo? Düsseldorfer Verkehrsbetriebe haben sich gemeldet. Ja. Haltestelle Dorfstraße gegen 12.30 Uhr. Videomaterial wird uns jetzt zugeschickt. Sarah Freitag hat von der Hebamme erfahren, dass keine postnatale Depression vorliegt. Die Ermittler schließen deshalb aus, dass die Frau die Wohnung freiwillig verlassen hat. Die Bilder der Verkehrsüberwachung bestätigen diesen Verdacht. Das ist Ihre Freundin, ja? Ja. Sind Sie sich sicher, dass es sie ist? Ja. Okay, ihr die Jacke Mantel. Erkennen Sie, ja? Ja, klar, das ist und Ihr Mantel. Und den Mann? Der ist ja doch einigermaßen gut zu erkennen. Zwar nicht deutlich, aber... Oh Gott. Was macht er da? Der greift in Ihre Tasche. Grapscht er Sie? Es ist eher so... Was hat er denn da? Das weiß ich Oh, guck mal, da tritt er drauf. Ja. Seht ihr das? Das scheint ein Handy oder sowas zu sein, ne? Ihr Handy? Was hat er... Ab in die Kiste. Aber es sieht schon so aus, als wenn die sich auch kennen. Hier, ne? Kollege, also, das jetzt nicht zufällig schau mal, ist. Zu der Adresse, dort wo die Bushaltestelle ist, da müssen wir eine Streife hinschicken, da ist ein Handy, oder vermutlich ein Handy in die Mülltonne geschmissen worden. Ja. Wir brauchen den Inhalt von dem Mülleimer dort. Alles klar. Ja, dass wir dann auswerten können, das Zeug. Vielleicht kriegen wir von ihm noch ein größeres Foto gleich irgendwann mal. Wir arbeiten bei Brennpunktbereichen mit sehr hochauflösenden Kameras und hatten somit die Möglichkeit, ziemlich nah ran zu zoomen. Und konnten ein sehr scharfes Bild von unserem Täter dann daraus ziehen und konnten die beiden Personen sehen. Okay. Da haben wir unsere Tamponade. Da hat er auf die Nase gekriegt. Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich,
Wir haben Sie schon mal gesehen. Wir sind unterwegs. Danke. Ich bin jetzt nicht sicher. Moment. Sie hat mal vor einiger Zeit, von 12 Monate, 13 Monate, einen Freund gehabt. Der Dennis, das war so ein... Dennis, haben wir schon mal was? Ein komischer Kerl. Moment. Können Sie auch an Ihren Nachnamen erinnern? Nee, leider nicht. Und ich habe nur mal ein Telefonat mitbekommen und dass er war sehr besitzergreifend und hat... Ja, das ziemlich ist eine Gesichtsform. Machen wir hier die Augenpartie. Ziemlich... Ich wollte ja eigentlich erst mal... Das kommt hin, ne? Ja. Der hat im Hintergrund immer rum. Auch die Nase. Die Nase. Ich weiß nicht, ob der markant ist. Das könnte nur er sein. Der hat relativ schnell die Beziehung beendet, weil er halt sehr, ja, war komisch. Dürfen wir das behalten? Ja, weil ich kann es Ihnen auch schicken. Wir schreiben diesen Dennis zur Fahndung aus. Wir müssen ihn sofort zur Fahndung ausschreiben. Die erfahrenen Kripo-Beamten versuchen sofort, den Fluchtweg des Täters zu rekonstruieren. Insbesondere bei mutmaßlichen Entführungsfällen wie diesem zählt jede Minute. Die Frau Pohlmann wohnt nicht weit davon entfernt. Lass es auf der Karte doch mal eben zeigen. Ne? Guck mal, wir haben hier unten, normal ist das Ding beleuchtet, aber Strom ist teuer. Wir haben hier unten die Dorfstraße, hier ist diese bescheuerte Haltestelle. Das heißt, du kannst, wenn du mit dem Bus fährst, du kannst nicht mal eben zum Bahnhof oder sonst wohin fahren. Da kriegst du gar nicht hin. Ja. Das war geplant. Hier haben wir die Dorfstraße, hier ungefähr in der Gegend das ist alles nicht so. Die Wohnung. Die Wohnung von der Frau Pohlmann. Wo wohnt denn die Mutter? Von Frau Pohlmann. Von der Mutter hat da komme ich ja gerade her. Duisburg Nord. Duisburg, haben Sie eine Adresse? Ja, habe ich. Ich muss im Navi muss ich es eingeben, raussuchen. Da habe ich den Kleinen gerade hingebracht nach Duisburg. Ist das denn? Schauen wir, das ist ja relativ. Ich glaube, ich habe Rückmeldung. Eine Sekunde. Außenhafen da. Ja, der Bohrer hört. Die Fahndung, die der Kollege unmittelbar veranlasst hat nach diesem Dennis, hat dazu geführt, dass ein Kollege, der gerade eine Akte bearbeitet hat, in der dieser Dennis vorgekommen ist, der hat sich gemeldet, konnte dann auch die Personalien ganz klar mitteilen und hat uns dann auch die Akten und das alles rübergeschickt auf den Rechner. Und ja, da zeigte sich, dass dieser Dennis genau in diesen Delikten wohl schon recht geübt ist. Er ist also wegen Gewaltdelikten vorbestraft, saß in der JVA bis vor 14 Tagen. Ist wieder mittlerweile entlassen worden, war aber zuvor, und das macht die ganze Sache interessant, schon 14 Monate Freigänger. Der hat rausgekriegt, wo die wohnt, der geht da rein oder hat sich angekündigt, die Frau kriegt Panik, rennt raus, nimmt sich einen Autoschlüssel, Kind ins Auto und dann wird sie abgegriffen und der hat das zum Glück nicht mitgekriegt, wo das Kind ist. Alter. Dein Ansatz mit der Haltestelle, die führen alle zum das Norden. Das passt. Wollen die zu der Oma? Der fährt jetzt rein. Die Kriminalisten vermuten, dass es sich bei dem Straftäter um den Vater des Babys handelt. Da die Oma des Kindes nicht ans Telefon geht, müssen sie davon ausgehen, dass der Tatverdächtige die Familie bereits in seiner Gewalt hat. Oh, hört ihr das? Warte mal. Da ist er. Die sind da drin. Pass auf, wir gehen hinten durch. Die Tür ist zu, ne? Sabine, guck mal, ob die Tür zu ist. Guck mal, ob wir da reinkommen. Wir gehen hinten rum. Vorsicht hier. Lassen Sie den Hammer fallen! Es ist die letzte Warnung, wir werden schießen! Geht's Ihnen gut? Auf Wolle von mir! Ey, lass das Bein so! Kriminaloberkommissar Bora Aksu fordert sofort einen Rettungswagen an, während sich sein Kollege um die verletzte Großmutter des Babys kümmert. Ja. Bei Ihnen soweit alles okay? Dank, Rettungswagen ist unterwegs? Ja, läuft alles. Ja? Wie geht's denn Ihrem Kind? Dem geht's gut. Der hat keinen Schaden genommen. Der Kindsvater drohte, das Baby zu entführen. Ihm war jedes Mittel recht, das Kind in seine Gewalt zu bringen. Die Kripo-Beamten wollen nun mehr über die Hintergründe der Tat erfahren, denn das Motiv des Täters ist noch unklar. Wir waren nur ganz kurz zusammen. Kam auch irgendwie ganz komisch, der hat nie übernachtet. Also, und dann habe ich halt erfahren, dass der Freigänger ist. Und ich wollte einfach... Das war nichts für eine Beziehung. Nee, und deswegen habe ich halt Schluss gemacht. Aber... Und deswegen haben sie auch niemandem gesagt, wer der Vater ist. Ich habe danach erst erfahren, dass ich schwanger bin und insofern hat sich das eh nicht ergeben. Und dann ist er jetzt wohl raus und hat mich ständig angerufen, mir SMS geschrieben, dass er das Kind sehen will, dass er mich besuchen will und dass er jetzt weiß, wo ich wohne. Wie er da rangekommen ist, hat er Ihnen nicht erzählt. Hat er sagen ich habe keine Ahnung. Woher wusste er denn, dass ich schwanger bin? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Also, ich weiß nicht, wie er das rausgefunden hat. Müssen wir mal ermitteln. Ja, ja. Okay, und dann, was ist dann ja, passiert? Ja, der stand dann plötzlich, also stand er bei mir vor der Tür, beziehungsweise hat er gesagt, ich komme jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nichts wie weg. Siehst du? Nichts wie weg. Und dann bin ich einfach, hab das Kind schon mal ins Auto gesetzt. Ich wollte nur noch meine Sachen von oben eben holen. Und dann kam der schon. Und dann stand er vor der Tür. Das war und, richtig, was er gemacht hat. Schlüssel weg und da bloß nicht auf das Auto. Ja, und ich hatte einfach total Angst und ich wollte einfach nur, dass er weggeht. Ja. Und wollte auch, dass er weggeht vom Auto, weggeht vom Kind. Also habe ich gesagt, dass er bei meiner Mutter ist. Ja. Aber wie kam das mit der Verletzung? Und wir haben oben Blut gefunden, weil bei Ihnen drin. Sie sind ja offensichtlich unverletzt. Ja, ich habe ihm halt die Tür vor der Nase zugehauen und da ist er halt da dran gekommen. Und dann ist er erst richtig sauer geworden und handgreiflich. Und dann hat er sich im Waschbecken da selbst versorgt. Hat er sie hochgeschliffen, weil er gucken wollte, ob das Kind da ist? Ja, ja, klar, natürlich. Denn ich habe gesagt, das Kind ist nicht da, es ist bei meiner Mutter. Ja. Und dann hat er gesagt, das stimmt bestimmt nicht. Und dann ist er rein und der ist ja so viel stärker. Ich konnte nichts tun. Das kann man nachvollziehen. Bora Aksu erfährt von den Rettungskräften, dass die Oma des Kindes ins Krankenhaus muss, aber keine ernsten Verletzungen hat. Die Freundin des Opfers hat während des Einsatzes im Auto bleiben müssen. Sie ist erleichtert, dass die Polizisten Schlimmeres verhindern konnten. Sie sind doch nicht ganz so dünnbrettbohrig, dass sie nicht auf solche Klöpse kommen können. Es geht aber um meinen Sohn. Ja, sicher, aber es gibt andere Wege, legale Wege, um ein Besuchsrecht zu erwirken. Da bedroht man niemanden mit dem Hammer und schmeißt auch niemanden die Treppen runter. Man kann sich beim Jugendamt erstmal erkundigen, ja? Und dann müsste man mal überlegen, ob sie die Vaterschaft dann anerkennen und wie es dann weitergeht. Ob sie überhaupt der wirkliche Vater sind, das müsste auch noch getestet werden. Das weiß man ja alles gar nicht. Das, was sich hier zugetragen hat, das sagt schon viel über die Psyche dieses Mannes aus. Also er hat sich damit garantiert keinen Gefallen getan. Mal abgesehen davon, dass er jetzt wieder in seine bekannte Umgebung einziehen wird, kommt noch dazu, dass auch ein Familiengericht das nicht wirklich positiv betrachtet. Und ich denke mal, die Besuchsrechte, die hat er sich ganz schön versemmelt. Beruhigen Sie sich erstmal, trinken Sie ein Glas Wasser und wir melden uns bei Ihnen und würden Sie dann nochmal zu der Wache vorladen. Ja, ist das in Ordnung? Dann wünsche ich Ihnen noch einen ruhigen Tag. Der Täter hat seine Ex-Freundin mit dem Baby beim Einkaufen gesehen. Für ihn war sofort klar, dass er der Vater des Kindes ist. Doch die Mutter unterband seine Kontaktversuche. Der Mann sah rot. Er wird wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Da er auf Bewährung ist, wird er erneut zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.